unser Dechant Martin Weber, der sich so sehr mit dem Pastor dieser Gemeinde, Michael Mombauer, um diese Abschiedsstunde hier bemüht hat, das alles vorzubereiten. Martin wird noch ein kleines Wort sagen, ja? Zwei Weiterführungen und zwei Anmerkungen. Das ist lauter, Martin. Ja, muss ja auch ein bisschen Anweg noch haben. Das hat mich auch sehr betroffen gemacht. Hier sitzen auch viele Menschen, die nicht nur etwas von Clemens bekommen haben, sondern hier sitzen auch sehr viele, die ihm etwas gegeben haben. Clemens hat in allen Menschen das Antlitz Gottes entdecken können, hat wirklich ernst gemacht mit dem, was wir am Anfang der Bibel schon lesen, dass Gott den Menschen als sein Abbild geschaffen hat. Wenn das ernst ist, muss ich auch in jedem Menschen ein Stückchen Gott erkennen können. Manchmal sind die Gesichter vielleicht etwas verdunkelt und düster, aber Clemens hat immer versucht noch, da etwas von Gott zu entdecken auch. Und so hat er es meisterhaft geschafft, in vielen Menschen etwas wachzurufen davon und sie vielleicht eine Zeit lang oder für ein Projekt zu begeistern, auch für den Weg der Nächstenliebe, für den Weg Jesu letzten Endes. Manchmal ohne, dass sie es richtig gemerkt haben. Manche Menschen hat das verändert. Manche mehr, manche weniger. Aber er hat vielen Menschen das Gefühl gegeben, dass sie mitmachen können. Sei es im Verborgenen, im Hintergrund, indem sie Geld gegeben haben, Sachen gegeben haben, Zeit gegeben haben, Engagement gegeben haben. Das hat er meisterhaft versteckt, geschafft, aus den Menschen herauszulocken. Ein großes Verdienst. Ein zweites, da möchte ich nochmal kurz wiederholen, was ich am Mittwoch auch im Krankenhaus gesagt habe. Ich merke auch so bei mir, es ist auch vieles erstmal an Selbstmitleid dabei. Bin traurig. Und bei den vielen Dingen, über die wir von Clemens reden, bleibt auch die Frage, wie geht's denn jetzt weiter? Wer macht das denn weiter? Fritz Schollmeier hat das heute nochmal im Leserbrief erwähnt. Vielleicht können wir alle etwas mehr Clemens sein. Das Wort übersetzt heißt der Gütige. Alle etwas so versuchen und sei es auch nur eine Zeit lang, ein Projekt lang, so wie Clemens das auch versucht hat, manchmal sehr radikal auch für sich. Anmerkung, Clemens hätte das wahrscheinlich in den letzten 20 Jahren nicht geschafft, wenn er nicht Hilfe gehabt hätte von vielen Menschen, aber auch besonders von Schwester Michaela. Das will ich an dieser Stelle nochmal besonders betonen. Die beiden sind fast so eine Symbiose eingegangen. Er hat ihr geholfen, sie hat ihm geholfen. Und ihr habt euch wahrscheinlich nicht nur gegenseitig geholfen, Michaela, sondern manchmal auch gegenseitig gezähmt. So ist das zum Heil auch von vielen Menschen hier in Ibbenbüren geworden. Und noch ein Wort, Agnes, auch an eure Familie. Geht jetzt fast so ein bisschen unter. Große Familie, die hier sitzt, mit einer großen Geschichte. Auch mir ist wohl bewusst, dass vieles von dem, worüber wir jetzt geredet haben, worüber viele Menschen erzählt haben, was sie bemerkt haben an Clemens, dass er sich das nicht erarbeitet hat, sondern dass ihm das auch mitgegeben worden ist in seiner Familie. Das hat er mitgebracht, das hat er gelernt auch damals. Deshalb möchte ich nochmal auch betonen, dass ihr als Familie auch darauf stolz sein dürft. Es hat seine Früchte auch getragen in Clemens und sicherlich in anderen. Dankeschön, Martin. Ja, das war eine ganze Menge. Und ich denke, es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Aber ich will das Ganze nun zum Abschluss bringen mit der kurzen Feststellung. In Ibbenbüren ist ein Licht ausgegangen. Es wird noch lange nachleuchten. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Lass ihn leben in Frieden.